sofort sehe, ich fange erst gar nicht an, hier selber zu moderieren und Fragen zu stellen, sehe ein, Ihre Fragen loszuwerden, Ihre Statements oder Ihre Ideen, Anregungen. Sehr gerne mit Mikrofon, weil wir ja nämlich auch im Stream was hören können. Wahrscheinlich sind auch was hören. Ja. Alles klar. Ich habe drei Fragen bezüglich der Digitalisierung der Hochschule und der Hochschullehre. Ich selber arbeite an einem Institut hier in Freiburg an der Hochschule. Ein Institut, was sich witzigerweise mit sehr viel Digitalisierung beschäftigt, mit dem Thema Privacy nämlich. Und da habe ich das erste Mal geschluckt, als Sie vorgeschlagen haben, Facebook-Gruppen für die Vorlesungen zu gründen. Weil das wäre so, als würden wir quasi Wasser predigen, aber Wein trinken, wenn wir jetzt als Institut, was vor allem die Privacy hochhängt und sehr, sehr viel darüber aufklärt und sehr, sehr viel auch wirtschaftliche Inhalte vermittelt, inwiefern sich das für die Wirtschaft auswirkt und über Monopole referieren, die sich da bilden, dann selber auf so ein Monopol, nämlich Facebook, zugreifen, um die Inhalte zu vermitteln. Jetzt gebe ich allerdings recht, dass auf der anderen Seite Elias anmutet wie aus dem letzten Jahrhundert. Gibt es einen Zwischenweg? So als erste Frage, soll ich einfach alle drei Fragen runterrattern? Oder? Oder müssen wir auch was zum Schreiben haben? Smartphone? Die zweite Frage auch weiterhin zum Thema Hochschule, und zwar, ich finde die Ideen, die Sie vorgetragen haben, alle klasse. Ich würde das selber gerne in der Vorlesung, die ich mit meinem Professor zusammen betreuen darf, machen. Ich fürchte nur, der gute Herr Professor wird das nicht mitmachen. Ich hoffe, wir schauen uns zu. Ganz einfach deswegen, weil das ein unglaublicher Aufwand ist und Lehre in keinster Weise, gute Lehre in keinster Weise honoriert wird, außer dadurch, dass die Fachschaft einmal im Jahr oder einmal im Semester eine gute Lehre Preis auszeichnet, der aber nur Prestige und weder Geld noch irgendwie Anerkennung bringt. Da vielleicht eher die Frage in die Politik, wie können wir das ändern? Und last but not least zum Thema MOOCs, Massive Online, Open Online Courses. Wie sieht es da mit der Zertifizierung aus? Also das Problem, was die ja immer haben, ist, dass sie nicht zertifiziert werden, was ich eigentlich sehr schade finde, weil gerade um jetzt auch mal die Brücke zu schlagen zum Thema Refugees, was gibt es Tolleres? Also natürlich auf der Flucht sein ist ziemlich scheiße, aber wenn man es dann mal geschafft hat, auch Deutschland zu sagen, ich habe hier von der Deutschen Universität folgende Online-Kurse besucht, aber das kann mir leider keiner zertifizieren, dass ich die erfolgreich abgeschlossen habe. Ich meine, das ist ein Bildungsabschluss, den wir den Leuten klauen, auch da muss irgendwie was passieren, das könnte man sich da vorstellen. Das waren meine drei Fragen. Super. Ich würde mal versuchen zu antworten, aber ich glaube, am Frau Esken wurden ja auch Fragen gestellt. Insofern, also zumindest zur Zertifizierung von MOOCs, fangen wir mal hinten an. MOOCs bedeutet ja massiv Open Online Course. Und wenn ein Kurs open ist, dann habe ich ja keine Kontrollmöglichkeit, die Teilnehmer bezüglich ihrer Hochschulzugangsberechtigung zu überprüfen. Das ist die Krux. Ich habe lange mit unserem Präsidium darüber geredet und die haben gesagt, das ist das gleiche wie beim Senioren- oder Gasthörerstudium. Es gibt keine Credits, weil die Kurse eben offen sind und damit die Hochschulzugangsberechtigung fehlt. Außerdem sind die Kurse ja nicht akkreditiert, sie sind außerhalb des Curriculums und nur für akkreditierte Kurse können Hochschulen Credits vergeben. Das ist die Regelung. Ich hätte lieben gern die Credits auch, dann würden da noch viel mehr Teilnehmer reingehen. Und der Witz ist, unsere Kurse, unsere MOOCs, die haben nur andere Namen. Die sind identisch mit dem, was on Campus läuft. Nur der Name, zum Beispiel, wir haben einen Kurs Introduction to Linguistics, der heißt als MOOC Linguistic Fundamentals, ist 1:1 eine Kopie, nur eben mit diesen automatischen Urkundenversand und all diesen Geschichten, die beim MOOC dazugehören. Wir dürfen es nicht. Frage an Frau Esken, die vielleicht dann gleich, ob die Politik hier helfen kann. Bei dem Punkt Aufwand und ob Ihr Chef das machen würde, das ist ein kulturelles Problem an den Hochschulen. Es gibt einfach keine Kultur für die Lehre. Das ist so, wir sind, bin ja auch habilitiert, ich bin aber nicht systematisch für die Lehre ausgebildet worden. Die Habilitation ist eine zweite Doktorarbeit, nicht mehr und nicht weniger. Und Lehren ist Learning by Doing oder Trial and Error. Manche können es nicht. Und wenn wir jetzt kommen und da die Lehre forcieren und dann diese Lehrer vor uns haben, die es vielleicht nicht können, nichts gegen ihren Chef, ich kenne ihn ja gar nicht, vielleicht ist er ja einer der Glücklichen, der das ganz gut kann. Aber Sie müssen natürlich mehr in die Öffentlichkeit treten mit diesen digitalen Materialien. Und bei einem Lehrvideo, da kritisiert man sogar die Hemdfarbe, die man dann hat. Also da muss ich damit rechnen, dass ich schlecht gekämpft war. Und das schreibt dann einer auf YouTube. Das ist nicht jedermanns Sache, das auch zu übertragen. Die Facebook-Geschichte zum Schluss.
Das hat sich so ein Selbstgänger. Wir haben die Studierenden befragt, wir benutzen diese Klickersysteme, auch um inhaltliche Fragen zu stellen. Was benutzt ihr eigentlich, um miteinander zu kommunizieren? Dann haben wir gesagt, also Nilias bei uns, dann unsere eigene Plattform, Facebook, WhatsApp, E-Mail oder das Telefon. Was glauben Sie, was Nummer 1 war? WhatsApp. 75% WhatsApp, 20% Facebook und dann das Telefon übrigens noch. 1%. Das echte, das Handy als Telefon benutzt. So, und parallel in all diesen Kursen bauen sich die Studierenden selbst eine Facebook-Gruppe. Die machen das selbst. Und wir haben jetzt für die MOOCs eine Facebook-Gruppe eingerichtet. Die sind in den MOOCs mit drin, das läuft da sehr gut, weil auch unser eigenes Forum, dem viel zu antiquiert ist, nutzen die Facebook in den MOOCs. Und diese Facebook-Gruppen, die haben wir jetzt einfach auch on Campus mitgenutzt, weil wir dachten, es ist nützlich für die Studierenden auch die internationalen Kommentare da zu sehen, wenn da Leute Fragen zur Linguistik stellen, das kann ja nicht verkehrt sein. Also haben wir jetzt zwei Facebook-Gruppen pro Kurs, eine direkt angeschlossen, eine, die die Studierenden selbst einrichten. Ja, vielen Dank für die drei sehr interessanten Fragen. Zumindest zu zwei möchte ich auch was sagen. Das eine sind die Credits. Ich habe gehört, gelernt beim Hochschulforum Digitalisierung bei der Veranstaltung jetzt auch im Anfang September, dass es hauptsächlich doch Angelegenheit der Universitäten ist und nicht der Politik, diese Fragen zu klären. Also muss nicht die Politik klären, was anerkannt wird innerhalb von eines Studiums. Ich würde es gerne machen, aber das ist, glaube ich, das schaffen wir nicht. Wir können auch nur schubsen und unterstützen bei der Frage, wird Lehre eigentlich wertgeschätzt oder nicht. Auch das ist eher Angelegenheit der Wissenschaftscommunity, dass die eben großen Wert legt auf Forschung und Wissenschaft und eben wenig auf Lehre. Das glaube ich wohl. Und dann muss ich mich auch der Sache der Thematik Facebook anschließen, noch inhaltlich, weil ich vor einigen Tagen als Vorbereitung, glaube ich, jetzt für den Ad-Chat gesehen habe, dass Hieronymus mehrmals sich damit beschäftigt hat, wie unterschiedlich die Bundesländer damit umgehen, wie Facebook an Schulen erlaubt ist oder nicht erlaubt ist. Ganz unterschiedlich, weil eben die Datenschutzbeauftragten auch relativ unterschiedlich beurteilen. Die Datenschutzgesetzgebung ohnehin schwierig zu interpretieren, ist an der Stelle ganz offensichtlich. Und ich habe jetzt vorgestern, oder was geht denn, gestern, die Frage sind manchmal so voll, gestern bei einer Veranstaltung für Kommunalpolitiker gehört von einem Oberbürgermeister, der gesagt hat, er hat mit seinem Datenschutzbeauftragten versucht, diese Thematik zu klären. Und er hat nochmal ganz deutlich gemacht, dass es eigentlich dem deutschen Datenschutzrecht vollkommen zuwiderläuft, als öffentliche Institution, beispielsweise als eine Kommune oder als Schule oder Facebook-Gruppen einzurichten und zu nutzen. Ja, und auf der anderen Seite haben wir aber die anderen Plattformen, die man einsetzen könnte. Alternativen gibt es natürlich, aber die werden eben nicht angenommen. Das ist ein Riesenproblem. Ich hatte eine Gruppe von Schülersprechern eingeladen nach Berlin zu den sogenannten BPA-Fahrten, ja, und habe für die eine Facebook-Gruppe eingerichtet. Sind meine Mitarbeiter über mich hergefallen, wie kannst du das machen, wie kannst du Schüler in Facebook zwingen? Ich sage, hallo, und erstens sind die alle da und zweitens, ja, wie soll ich sie sonst vor? Ja, woanders vernetzen die sich nicht. Ja. Schwierig. Bitte schön. Drei Stellen noch. Das Erste, es geht zur Frage der Hochschulen, der Hochschullehrer. Da denke ich, ist das sehr aus Sicht der Geisteswissenschaften. Ich denke, eben als Wissenschaften müssen wir da auch zu Teil andere Konstruktionen finden, nicht der kein Experimental vorlesen. Ich denke an entwickelnde Vorlesungen, Tafelwissenschaft, nicht? Wenn man in Physik zusammen mit einer Gruppe die Maxwell'sche Gleichungen entwickelt, dann kann man das nicht als Video machen. Das glaube ich nicht, dass das geht, sondern da ist sehr viel Interaktion nötig. Also da denke ich, im Bereich der Naturwissenschaften, Experimental, Kurs und so weiter, muss man es anders machen. Da muss ich auch einfach viel selber machen. Natürlich, ich bin selber Naturwissenschaftler und bin der Überzeugung, dass da vielleicht auch Handwerk auch dabei ist, dass ich nicht durch Video lernen kann. Wenngleich natürlich es tolle Videos gibt, um Methoden zu vermitteln. Ja. Aber das geht nicht nur so. Die eine Sache, wo ich ganz große Bedenken habe, war beim ersten Vortrag, die noch recht polemische Art und Weise über Didaktik hergezogen wurde, dem würde ich sagen, da ist sowas wie eine göhlische Unvollständigkeit in ihrem Denken drin. Nämlich, das ist der härteste Vorwurf, den ich mathematisch machen kann, nämlich, aber ich habe nicht verstanden. ja, das ist ja gut, sonst wäre sie böse vielleicht. Nein, das nicht. Aber gerade bei Schülern müssen wir davon ausgehen,
die setzen Sie ins Netz und können die Medienkompetenz aus dem Medium erlangen. Das können Sie nicht. Sie können nicht die an den Computer setzen und sagen, jetzt besorgt euch mal am Computer die Medien und die Informationskompetenz, sondern Sie müssen denen erst die Möglichkeit geben, zu beurteilen, bevor Sie sie an das Medium setzen, aus dem Sie ohne die Fähigkeit zu beurteilen, die Daten ziehen. Oh, das ist ja wie Verteidigung gegen die dunklen Künste ohne die dunklen Künste. Ja, das ist ja ein bisschen ist das, ja. Das ist, ich habe mir aus England Ich hatte eine Gryffindor-Parade aus England plötzlich mitgebracht, das finde ich sehr wichtig. In der Tat, also man muss, also Sie können nicht Informationskompetenz, und es geht ja um die Metaebene, also wir sind auf der Metaebene, also ich habe Informationskompetenz und Bewertung von Informationen. Die kann ich nicht, ohne dass ich die habe oder anders vermittelt bekomme, aus dem Medium ziehen. Das geht nicht. Denn dann können Sie genauso gut einen Scharlatan aufsitzen, vereinfacht gesagt, ja. Sie wissen ja nicht, was richtig, was falsch. Sie können ja, wenn Sie die Information noch nicht bewerten können, Sie gehen in das Medium, dann müssen Sie alles annehmen. Damit können Sie keine Informationskompetenz aus dem Medium, im Medium erlangen. Also müssen die Informationskompetenz über das Medium und die Bewertungskompetenz müssen Sie jenseits, zumindest teilweise jenseits des Mediums erlangen. Das geht ja, also das ist eine rein logische mathematische Frage. Ja. Da dürfte es schwierig sein, also vielleicht werden Sie dagegen argumentieren. Da müssten wir das vertiefen. Der dritte Teil ganz kurz ist der, was Sie nur kurz angemerkt haben, ist natürlich, in Schulen ist Peer-to-Peer unglaublich wichtig. Und ich bin Neurobiologe, also ich denke auch, das limbische System ist beim Lernen nach wie vor wichtig. Und das wird nicht in einer Art und Weise durch digitales Material immer aktiviert, wie es durch den persönlichen Kontakt aktiviert wird. Weshalb ich natürlich für solche geistwissenschaftlichen Vorlesungen das genial finde. Da haben Sie natürlich eine Aktivierung des limbischen Systems Ihres und das der Lehrenden, wenn Sie da durch die Gänge joggen, die ist optimal. Ja? Und da ist natürlich der persönliche Aspekt sehr groß. Das hat mir da gefehlt, den brauchten bei Schülern viel mehr als bei Studenten. Bevor man in den Hintergrund kommt, muss ich unbedingt was sagen. Ich finde das total interessant, dass Sie jetzt den Geisteswissenschaften sozusagen den Digitalisierungsvorsprung einräumen. Das ist genau das Gegenteil. Die Flipped Classroom-Bewegung aus den USA kam aus der Chemie. Und die naturwissenschaftlichen Fächer eignen sich hervorragend dazu. Und ich will Ihnen eins sagen, es eignet sich jedes Fach. Ich bin mittlerweile an vielen Hochschulen im Individualcoaching unterwegs. Ich habe Herzchirurgen gehabt, Astronomen, Theologen, Biologen, alles. Und jedes Fach hat zum Beispiel ein Glossar. Fachglossarbegriffe zu digitalisieren ist überhaupt kein Ding. Und was gewinnen Sie? Sie gewinnen 10 Minuten Präsenzzeit vielleicht. Und das ist nämlich der Punkt. Und deswegen Teilinvertierung ist das der Ansatz. Teil. Ja, zunächst. Okay, ja. Ja, aber dann haben Sie Zeit in Ihrer Präsenzlehre. Sie müssen eben nicht mehr den Dreisatz erklären, ja. Sondern Sie üben den Dreisatz und machen ein kleines Lehrvideo oder nehmen eins von Sofa-Tutor oder von Lovischak oder Kochenheim. Und das ist nämlich, jedes Fach hat sowas. Jedes Fach hat Abkürzungen, Glossareinträge, Erklärungen kleinster Art. Die können Sie wunderbar herstellen und da gleich die Frage, die sich viele vielleicht auch stellen, wie kann ich das machen? Ich kann Ihnen sagen, das können Sie innerhalb von einer halben Stunde erlernen, wie man das macht. Jetzt kommt Martin wieder. Okay. Ja. Ich habe jetzt noch zwei Sachen gemerkt, das war eine große Didaktikfrage und die Sache mit den Peers und den Real Life. Fangen wir mit denen an, weil es einfach ist. Ja, natürlich, Sie haben völlig recht. Ich präviere überhaupt nicht für nur die digitale Unterricht, sondern was ich sage jetzt, dass es ja jetzt eine neue Schicht gibt. Wir haben jetzt eine Realität, die jetzt grob gesprochen in Wirklichkeit ist komplizierter aus zwei Schichten besteht. Was wir jetzt haben, ist eine neue Dimension, die mitläuft. Die neue Dimension ist die Lernenden ermächtigt, im Unterschied zu vorher. Die andere Dimension läuft weiter, ob wir jetzt wollen oder nicht. Also die können wir reformieren naturgemäß. Also das gefällt mir natürlich sehr, sehr gut. Also da hätte ich jetzt auch gern studiert in diesen Vorlesungen. Damit, das ist genau die Umpolung. Ne? In dem Moment, wo man auf die Knie geht und die Taktungen von den Einzelnen sozusagen dem von vornherein einräumt und die Lehrenden sich danach richten, also sich adaptieren sozusagen. Jetzt bin ich natürlich genau in dem ungepolten Modus. Gute Lehrer machen das in der Schule auch. Ne? Also gute Lehrer gehen zum konkreten Schüler hin und wissen, was sie für den tun müssen, damit der einen Schritt weiterkommt. Weil darum geht es ja. Ne? Also wie Klinsmann über Fußballer sagt, jeden ein bisschen besser machen, wo auch immer er stehen mag oder sie. Also da gibt es gar keinen Zweifel.
Wir kommen ja zu Hybriden, zu einer hybriden Welt, in der leben wir bereits. Wir leben in einer Welt, in der man jetzt keinen Sinn mehr macht, zu unterscheiden zwischen hier digital und dort real, sondern wir leben in Mischverhältnissen. Und da, wo diese Gegensätze auftreten, sind wir in diesen alten Institutionen, die diese Grenzen so einzeichnen. Also wenn ich Facebook verbiete, wenn ich Schülern mit Handygebrauch in der Schule verbiete, dann habe ich eine künstliche Grenze gezogen. Und dann hat man sukzessive guerillahafte Taktiken, die dagegen dann in einen Anschlag zu bringen werden. Zur Didaktik, ja. Natürlich ist es immer polemisch zu sagen, also ich habe immer gesagt, so hat es angefangen, dass ich gesagt habe, lass mir das Wort Didaktik einfach weg. Alles, was gut ist an dem, was Didaktiker tun, können wir auch anders nennen, nämlich erklären, Peer-Kommunikation verbessern, den Leuten Zugriff auf Informationen geben. Helfen in jeder Hinsicht, alles kein Problem. Alles das, was Sie täten, wenn ich von Ihnen wollte, dass Sie mir diese mathematische Theorie erklären, die ich nicht kenne, ne? Dann würde ich zu Ihnen gehen und sagen, erklären Sie mir das und Sie würden es mir erklären und das wäre jetzt nicht Didaktik. Das ist Andragogik. Also ich bin erwachsener Lerner und Sie erklären mir, wie das ist und wenn Sie es, wie auch immer, wie unsere Schwingungen sind, Sie erklären es gut und ich bin mir helle genug, wenn ich Glück habe. Und dann funktioniert es. Ne? Das wäre jetzt der Idealzustand. Alle Probleme, die auftreten, treten auf, weil wir diese optimale Lehr-Lern-Situation nicht hinbekommen. In der Masse. Weil wir 30 in einen Raum setzen, weil wir versuchen müssen, dann diese verschiedenen, also zum Beispiel Leute mit verschiedenen Studiengängen eben schon, Leute mit verschiedenen Taktungen, der kann einfach nicht jede Woche, der kann nur alle zwei. Oder halt natürlich nächste Stufe, Leute, die einfach verschiedene innere Lernlogiken haben, die das auch mit verschiedenen anderen Fächern vermischen, der denkt auch ganz anders. Also ich denke mathematisch, ich habe jetzt mal diesen Mathe-MOOC hatten wir online gemacht, da habe ich mitgearbeitet ein bisschen. Ich bin kein Mathematiker, aber an der MOOC-Seite. Ich als Geisteswissenschaftler habe zum ersten Mal verstanden, worum es bei Mathe gehen könnte. Hat mir nie jemand erklärt, ich habe es nie verstanden. Schlicht nie verstanden. So, also all diese individuellen Geschichten kann man jetzt mit Hilfe von digitalen Medien, sage ich mal so, mit Vernetzung, Web, kann man sehr, sehr viel feiner einstellen auf die Aktivitäten der Leute selbst. Das können wir von mir aus auch Didaktik nennen, wenn wir den Begriff so verwenden wollen, und dann ist das auch recht. Aber ich würde sagen, lassen wir ihn einfach weg. Ne? Das würde alles nur bedeuten, Sachen klarer zu machen, die Kommunikation zu verbessern, Hindernisse zu beseitigen. Das ist eigentlich der Punkt. Immer noch ein Problem damit? Ich bleibe bei. Okay, bei Medienkompetenz, das war jetzt der zweite Punkt mit der Didaktik, der dritte war nicht die Medienkompetenz. Nein, also da bin ich wütend nicht derselben Meinung. Nein, ich glaube nicht, dass wir Medienkompetenz erlernen können, indem wir erst irgendwelche Trockenläufe machen, die mir erklären, wie ich die Medien anwenden soll, und dann, da kann ich dann irgendwann, wenn ich ein Jahr. Ich sprach nicht von Trockenlauf, ich sprach von Metaebene. Von einer Einweisung, Schulungen, bis ich da endlich dahin darf, so nach einem Jahr. Das nicht. Wie dann? Das nicht. Es muss ergänzend begleitend sein, aber es kann nicht alleine aus dem Medium sein. Alle Kinder sitzen irgendwann alleine vom Computer und tun irgendwas. Ja, ich sag gar nicht, dass man es tun muss, sondern ich sage, auch da würde ich sagen, helft ihnen. Ne? Also wir haben immer alle Leute, die mit digitalen Lernen und Bildung zu tun haben, sagen, die Leute können ganz wenig auf dem Gebiet. Sie machen intuitiv bestimmte Dinge, manche mehr, manche weniger. Aber wirklich können als Arbeitsmethode sozusagen, das können sie nicht. Das ist ja die Hilfe, die man anbieten kann. Du kannst sagen, hey, du könntest auch Folgendes tun. Und das würde dann funktionieren. Und für manche Leute ist es eine Verbesserung. Und für manche ist es aus irgendwelchen Gründen etwas, was sie an dieser Stelle vielleicht einfach nicht verwenden mögen. Und dann tun sie es halt nicht. Aber das ist auch wieder die Umpolung der Geschichte. Trotzdem müssen die Leute schwimmen. Also sie sind bereits drin. Es ist kein fremdes Medium. Das ist schon da. Also selbst wenn ich es nicht wollte, ist es schon da. Selbst wenn ich, was ja korrekt ist, also Christian Füller, der Kritiker der digitalen Evangelisten, weist ja dann an dieser Stelle mal auf Mobbing und Sexting hin, also da sind die Medien und da passieren unangenehme Dinge, das ist alles richtig. Und ich sage jetzt auch nicht, mach das alleine auf eigene Faust, aber die Situation ist von vornherein da und wir müssen dann in zweiter Linie versuchen halt darauf zu reagieren und irgendwas zu tun. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir ihnen die Medienkompetenz, dass wir erst Kurse in Medienkompetenz machen und dann dürfen sie Medien benutzen. Also das ist sicher die völlig falsche Methode.
Sofort, ich würde gerne zu zwei Dingen was anmerken. Das eine sind die Experimentalvorlesungen. Ich persönlich glaube, es war richtig formuliert, es sollte viel mehr stattfinden in Naturwissenschaften, gibt es aber übrigens gar nicht. Schiefgegangene Versuche, also meine Erinnerung an Physikunterricht, ja, schiefgegangene Versuche, die der Physiklehrer dann einmal einen Anlauf machen kann, jetzt die Stunde rum, ich habe trotzdem hinterher immer nicht kapiert, um was es geht. Dürfte ich mir ein Video angucken und würde da klappen, hätte ich vielleicht sogar was gelernt, wer weiß. Ja. Okay, das war die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist das limbische System, das du gerne mit angeregt haben möchtest, und das passiert im Netz oder auch im Web nicht. Völliger Blödsinn, ja. Weil da nämlich ja, Menschen miteinander verbunden sind in diesem Netz. Ja. Wenn man morgens diese einsamen, armen Menschen, die früher so schön Zeitung lesen konnten in der U-Bahn, jetzt an ihrem Smartphone hängen sieht und ab und zu mal in die Gesichter guckt und mal guckt, was da so drüber huscht, über dieses Gesicht, ja, dann sieht man, dass da ein limbisches System beteiligt ist. Die haben nämlich Spaß mit einer Regel. Ja, aber wir sehen uns eigentlich, dass die Lehrer-Lernbeziehung, die Lehrer-Lernbeziehung petty, nicht? Klar. Ja, aber die kann auch die über das Internet stattfinden, hallo? Eingeschränkt. Ja, bitte. Ich würde ein bisschen den Fokus wechseln und vielleicht auch Fragen stellen, wo ich nicht mal weiß, wie Leute die hier oder da beantwortet werden können. Was mich interessieren würde, ist, wie ist es denn mit so einem Recht auf Bildung bzw. Aufstieg durch Bildung, um es mal sehr demokratischer zu formulieren. Es wurde vorhin von NutzerInnen geredet. Ich habe da ein ganz großes Problem. Also ich finde diese Technik toll, ich finde auch die didaktischen, methodischen, wie auch immer, Ansätze toll. Aber A, wen kriegen wir tatsächlich gefördert? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, vielleicht sind es die, die sowieso schon relativ gut sind. Und zweitens, wer Nutzer ist, ist nicht Staatsbürger. Und Bildung ist für mich dann doch als Jurist ein Recht und ein relativ relevantes Recht. Geht das nicht mit dieser Digitalisierung verloren oder geht zumindest der Fokus darauf verloren? Denn auch heute wurde es wieder gar nicht angesprochen bisher. Und auch wenn ich so ein bisschen mir das angucke, wo haben wir eine Bildungsdebatte, dann haben wir vielleicht eine didaktische Debatte, eine technische Debatte, vielleicht noch eine finanzielle Debatte, aber welche Auswirkungen das auf eine Bevölkerung hat, auf dieses Staatsbürger-Staatverständnis, das kommt sehr wenig. Und zum da in die Richtung auch gehen, wie dort wird das wahrscheinlich privatisiert? Also wenn jetzt private Anbieter für Lernmaterialien herstellen und die immer wichtiger werden, ist es nicht irgendwie auch ein bisschen eine versteckte Privatisierung, die vielleicht nicht ganz so gut ist in dem Bereich? Und dann eine einfachere Frage, dieses Inverted Classroom, ist das nicht beim guten Seminar mit dem Buch vorlesen auch schon der Fall? Also nur auf die Revolutionärheit vielleicht ein bisschen anzweifeln, wofür vielleicht auch spricht, dass es ja schon 44 vorgeschlagen wurde. Sie könnten eine literaturwissenschaftliche Kollegin von mir sein, die genau die Frage mal gestellt hat. Machen wir das nicht seit Jahren? Da habe ich Sie gefragt, wie viele Leute lesen denn das, was Sie vorher bereitstellen und kommen vorbereitet in die Vorlesung? Unter 2%. Es gibt Untersuchungen, Texte werden wirklich durchdrungen, gerade wissenschaftliche Texte, und die Studierenden kommen völlig unvorbereitet. Funktionieren die Texte? Weiß man mittlerweile. Hat schlecht funktioniert. Und der andere Punkt, dass wir vielleicht auch etwas tun können in Sachen für die Lerner und Demokratisierung. Es gibt Tendenzen, und wir werden das erste im Januar starten, adaptive Kurse. Und adaptive Kurse heißt nicht nur, dass sich die auf den Lernstand der Menschen einstellen, sondern dass sie auch ermitteln, warum zum Beispiel Abbrecherquoten in die Höhe gehen und was die Gründe dafür sein können. Das können sie ermitteln, indem sie Lernerdaten erheben. Das ist natürlich sehr schwierig. Wir sind hier im Datenschutz in der Grauzone. Aber wir haben die Daten, nur wir dürfen sie noch nicht nutzen. Wir werden es über Fragebögen machen. Ja. Dürfen sie nicht nutzen. Wir können theoretisch einen Kurs jetzt anbieten, der genau feststellt, warum hakt es bei dem einen nach der dritten Sitzung, und könnten ihn vor dem Abbruch bewahren. Und das ist ein wichtiges Ziel in der Hochschullehre, zum Beispiel die Abbrecherquoten, die ja immens hoch sind, gerade im BA-Bereich in den ersten beiden Semestern zu reduzieren. Zu der politischen Fragestellung ganz klar plädieren wir für ein Recht auf Bildung, und wir plädieren auch weiterhin für Nachteilsausgleich, für Bildungsgerechtigkeit. Und die Frage ist natürlich aber, welche Bildung wird denn heute gebraucht, um souverän auch an einer Welt im Wandel teilzuhaben? Und da gehört, glaube ich, die digitale Kompetenz nicht nur deshalb dazu, weil wir an vielen Stellen
Bürgerservices digital haben, werden politische Partizipation digitalisiert haben, werden Arbeitswelt digitalisiert haben werden und dort ja überall Teilhabe stattfinden soll, sondern insbesondere deshalb, weil das lebensbegleitende Lernen, das lebenslange Lernen nur noch über diese digitalen Kanäle funktionieren wird. Heute ist schon berufliche Weiterbildung in ganz weiten Feldern digitalisiert und diese Methode des Lernens auch drauf zu haben, auch was gesagt wurde, die Studierenden müssen ja erstmal lernen, ihre Zeit selbst einzuteilen und souverän damit umzugehen. Das kennen die nämlich aus der Schule nicht. In der Schule wird ja sehr viel vorgekaut. Und für diese Dinge zu befähigen, das wird nämlich gerade diesem verbrieften Recht auf Bildung gerecht. Also ich wollte da auch noch darauf hinweisen, dass es mir natürlich schon wichtig war. Deswegen habe ich ja die ganzen linken Menschen mit den grauen Werten rausgeholt. Die Zapatisten, Freie, ich meine, da geht es genau darum. Es geht um nichts anderes, um das Recht auf Bildung und das Recht auf meine Bildung. Also nicht eine fremde Bildung, die mir aufgepfropft wird, sondern meine Bildung. Das ist ja genau das Zitat, das ich vorgelesen habe. Und ich würde eben behaupten, die digitale Kultur, nicht wirklich die Medien, nicht die Technologie selber, sondern die Kultur, die sich mit diesen Medien zusammen entwickelt hat, aus der Faktum der Vernetzung, aus der bestimmten Konstruktion, die das Internet hat. Es gibt auch andere Netzwerke, das sind andere denkbar und die würden wahrscheinlich weniger sozusagen demokratisierend funktionieren. Aus dem Web heraus, das eine unfassbar demokratische Innovation war und ist, entstehen, können wir gerne auch noch, aber das ist aus meiner Sicht, das ermächtigt die Leute für die konkrete digitale Welt, in die sie geworfen werden, allein deshalb müssen wir sie ihnen geben. Ich meine, Sie haben gesagt, es gibt die Gefahr, dass die Schere aufgeht zwischen Leuten, die es können und die es nicht können, und das stimmt natürlich. Also es ist ganz, ganz wichtig, also dieser Matthäus-Effekt, den Jürgen Flomisch hat dann immer erwähnt, wer hat, dem wird gegeben werden, und das ist das, was diese neuen Technologien erstmal tun. Jeder, der sie hernehmen kann, dessen Möglichkeiten werden vervielfacht, jeder, der sie nicht hernehmen kann, koppelt um noch weitere Distanzen ab, als es bisher schon der Fall war. Das müssen wir schließen, aber das müssen wir dadurch schließen, und deswegen gefällt mir diese Rückgriff auf die Philosophie des Lernens, dieser armen Campesinos, die Alphabetisierung so gut, weil es die Ermächtigung der Armen ist und nicht der Reichen. Die Leute bei den MOOCs-Visionen des Silicon Valley, da kommen auch immer Arme vor, die gelernt haben, weil da gibt es eine pakistanische Schülerin, die dann auf einmal alles schon kann, und die ist dann 15 und dann kann sie nach Harvard und so. Aber da ist immer die Idee, wir greifen aus einem riesenhaften Begabungspool, greifen wir ein, zwei Freaks raus und heben die dann nach Harvard und die anderen bleiben in ihrem Pisspot. Das ist aber natürlich das Gegenteil von dem, was im Web passiert, weil die organisieren sich da drin und was die Reformpädagogik dagegen einwendet, gegen diese Idee auch von Begabung, die immer glaubt, man müsse die oberen 1% rausfiltern und der Rest whatever, haben wir Pech gehabt, da sagen die, nein, was wir im Web lernen, in Open Source lernen, ist ja, dass es auch gar nicht stimmt. Es ist gar nicht wahr, dass es diese Hochbegabungen gibt und alle anderen ganz unten dümpeln, sondern die wirklichen Leistungen sind die Leistungen der durchschnittlichen Leute, die sich zusammentun und auf einmal kulturell völlig neue Errungenschaften produzieren. Also er sagt, Genius is as common as dirt, also ist so gewöhnlich wie Schmutz. Structure of the scientific revolution. Structure of the scientific revolution. Widersprechen Sie gerade? Okay, das ist eine sehr spezielle Diskussion, die wahrscheinlich nicht einklappt. Na, eine weitere Frage zu lassen. Ich würde da gerade gerne nochmal anhaken. Unter anderem geht es ja bei diesem Demokratisieren eben darum, die Schwachen zu fördern. Ja. Andererseits ist der Ansatz aber, die sehr individuell und frei und möglichst ohne Didaktik lernen zu lassen. Ja. Und meine Erfahrung ist, dass das gerade eben nicht funktioniert, sondern dass jemand, der nicht viel Vorerfahrung mit Lernen hat oder der vielleicht auch Sachen nicht so schnell versteht, dass der tendenziell sehr schnell aufgibt, wenn er mit einer großen Menge Material, zum Beispiel mit dem Wikipedia-Artikel, konfrontiert ist und da jetzt lernen soll. Und das zeigen ja auch Studien, dass man im Prinzip, je weniger über jemand kann, desto mehr muss man ihn erstmal führen oder ihn vielleicht erstmal begleiten, damit er auf den Weg kommt. Und da sehe ich jetzt eben ein bisschen die Diskrepanz, also gerade ich komme aus der Schule, ja, da ist die Diskrepanz genau das, dass starke Schüler zum Beispiel die Wikipedia nutzen können und
den kann man auf einem Wikipedia-Artikel relativ zügig beibringen, woran sie merken, ob das was taugt oder nicht. Aber es gibt eben welche, die haben schon Probleme damit, dass da so viel Text steht. Das heißt, die kommen erst gar nicht dazu, den Text zu beurteilen, sondern die sind schon davon abgeschreckt, dass überhaupt so viel Text da ist und sie überhaupt nicht gewohnt sind, mal 10 Minuten am Stück konzentriert was zu lernen. Und da würde ich einfach mal in die Runde fragen, was könnte der Ansatz sein, damit umzugehen? Diesen Widerspruch des Ermächtigens und gleichzeitig aber schon was können müssen, damit ich überhaupt sozusagen das annehmen kann. Wie kann man das auflösen? Ich würde mal ein Wort gerade erfinden. In diesem Moment, multimediale Optionalität. Und zwar folgendes, wir haben bei uns in unseren Kursen sehr Multimedia gestützt, also Wikipedia eignet sich überhaupt nicht zum Lernen, um das mal gleich zu sagen. Wir haben in jeder Lerneinheit immer optionale Elemente, wo es heißt, so hier kannst du dir einen Tipp abholen, was zu tun ist. Und diese optionalen Elemente sind zunächst erstmal sichtbar, die muss man abschalten. Ganz wichtig, meine Mitarbeiter hat über pädagogische Agenten promoviert. Sie kennen vielleicht diese Dinge in Microsoft Word, da war mal unten rechts so ein Mannequin, das hat wirklich genervt. War da, wir konnten es aber abschalten. Das ist ganz wichtig in der Multimedia-Entwicklung, dass sie solche Systeme haben, die zunächst ein Angebot machen, das ist da, viele wollen das nicht, dann ist es weg. Wird auch abgespeichert, ob es weg bleibt. Und diese Angebote, die reproduzieren genau das, was sie eingefordert haben, nämlich das an die Hand nehmen von denen, die es noch nicht können. Und das kann man digital wunderbar abbilden. Es sind bei uns Videos, die dann auftauchen, wo was erklärt wird, was man zu tun hat, die Leitfragen generieren und so weiter. Okay, danke. Ich hätte noch eine Rückfrage dazu. Wie ist es dann, also in diesem ganzen System braucht es ja auch wahnsinnig viel Lernmotivation. Ja? Wo kommen die bei Ihnen her? Da habe ich noch, kann ich es noch eher nachvollziehen, aber die Frage ist, wo kommen Sie in der Schule her? Ja. Also bei uns ist es sehr einfach zu sehen, wir haben Highscore-Systeme entwickelt, wo man sieht, wo man liegt im gesamten Kurs, man kann das abgleichen, man kann sozusagen die Fieberkurven generieren. Hört sich total naiv und billig an, ist aber für Studierende, auch für Erwachsene, für ältere Erwachsene total motivierend, sowas zu sehen. Die Fachhochschule Lübeck macht da ein Badge-System, da kann man goldene, silberne, bronzene Dinge erwerben und sowas. Ja, das ist ja wieder auf Rankings. Mir gefallen die Badges. Kommt aber gut an. Ich würde dann ganz gerne auch was dazu sagen. Ich habe eine Schule besucht in Neu-Ulm, wo ein Mathematiklehrer mit dem Flipped Classroom ganz intensiv arbeitet. Eine Realschulabschlussklasse, 2 Jahre lang auf den Abschluss vorbereitet hat. Ich habe mit den Schülern alleine gesprochen, ohne den Lehrer. Und die haben mir berichtet, wie hoch wertvoll für sie die Präsenzphasen sozusagen waren, wie viel mehr Unterstützung sie durch die Lehrkraft bekommen haben beim Lernen. Denn das Lernen findet nicht wirklich am Video statt. Das Lernen findet nachher beim Vertiefen und beim Transfer statt und dabei bekommen die Schüler Unterstützung. Im Gegensatz zum bisherigen Modell, wo sie beim Vertiefen und beim Transfer alleine gelassen sind, auch beim Recherchieren im Web übrigens, weil das machen die nicht in der Schule, das macht man dann zu Hause. Und die können es nachher noch besser und die es nicht können, können es weiterhin nicht. Und tatsächlich finden im Unterricht dann die notwendige Unterstützung statt. Also ich war wirklich sehr, sehr beeindruckt, auch von den Schülern, die selbst, das sind ja 15-, 16-Jährige, selbst verstanden hatten, was eigentlich Lernen ist und was die Unterstützung macht. Das gehört noch eins dazu. In der Hochschule haben wir ja keine Präsenzpflicht. Das ist natürlich ganz anders als in der Schule. So, wie kriegen die klassischen, die Traditionalisten, die Studierenden in die Präsenzphase? Wir haben Umfragen gemacht. Das Hauptargument ist, was ich euch nächsten Dienstag sage, ist prüfungsrelevant. So, im Virtual Classroom taucht das überhaupt nicht auf. Alles, was wir sagen, ist, wir bieten euch eine Vertiefungsphase an, nicht mehr und nicht weniger. Und die Notenunterschiede zwischen denen, die kommen und nicht kommen, liegen bei 5 Punkten auf der 15er Skala. Da braucht man keine Statistik zu bemühen, um zu zeigen, es wird auch veröffentlicht jetzt, eine Langzeituntersuchung. Also eindeutig. Ja, die haben übrigens sogar Ergebnisse erzielt, dass die halbe Minute besser als die Frau. Das ist der Schnitz, ne, Sebastian? Ja. Ja, ich wollte noch einwenden, da sind ein paar Sachen durcheinander gegangen, die alle wichtig sind, aber jede einzeln sozusagen. Ne? Also eine Sache ist, es werden bestimmte Dinge noch sichtbarer, die im Grunde vorher genauso waren. Ne? Also jemand, der früher gut lesen konnte, ich zum Beispiel, hat einen Riesenvorteil. Andere, die mit Lesen nicht so, das ist, bei denen es nicht ihr Medium ist, haben natürlich einen Nachteil.
Ganz klar. Und der gilt jetzt wieder. Ich meine, das Web ist ein Textmedium. Das ist ganz klar. Du musst lesen lernen. Also das ist ein Problem, das ist jetzt nichts exklusiv Digitales. Was wir neu dazu bekommen über das Digitale, ist die Möglichkeit, da hoffe ich immer drauf und sage immer, das ist jetzt ein Vorteil. Es gibt eine neue Art von Text, also sehr viel Wissen wird jetzt in mündlicher Sprache kodiert im Netz, also in Videos. Man kann selber Videos drehen und kann sie online stellen und damit kann man sozusagen in einen Diskurs eingreifen, wo man früher hätte schreiben müssen. Und zwar gut schreiben müssen, damit man ernst genommen wird. Wenn ich mich jetzt einigermaßen gut ausdrücken kann, und das können viele, kann ich das jetzt auch tun. Und ich kann es ins Netz laden und jetzt ist es sozusagen so etwas Ähnliches wie ein Text, nur ist es mündlich. Es ist auch insofern wie ein Text, weil Leute darauf zugreifen können. Es versendet sich nicht. Ne? Also es gibt eine neue Form von Text, multimedialen Text, der im Netz steht, der auch einen neuen Raum von Bildung sozusagen eröffnet. Den haben wir auch noch nicht erforscht. Also der steht gerade unter Azubis. Also ich weiß, dass bei der Azubi-Ausbildung großen Wert auf sowas gelegt wird. Auch überhaupt in Firmen, in Blue-Collar-Firmen. Also Fachleute, die erklären, wie etwas geht, und der erklärt das halt. Ich meine, es gab mal einen Test, man hat einen hingesetzt, der gesagt hat, schreib auf, was wichtig ist in diesem komplizierten Verfahren, und hat daneben einen hingesetzt und hat gesagt, erklär uns, was wichtig ist in dieses Video hinein. Also ganz. Und der hat es erklärt und es war kompliziert, er hat 20 Minuten gebraucht, dann sind sie rübergegangen und der war immer noch beim dritten Satz. Das geht nicht. Ne? Also Text dauert, Schreiben dauert viel, viel zu lange für viele, viele Wissensinformationen. Es wird sich dieser neue Raum sowieso bilden. Das ist ein Plus dieser neuen Medien. Die Frage mit den Schwachen war, was passiert mit den Leuten, die diese Kräftigung brauchen, die Unterstützung brauchen, die wir überhaupt nicht einfach da reinwerfen können. Das heißt, sie sind natürlich schon geworfen, also das haben ja nicht wir gemacht. Aber was tun wir? Und natürlich ist es so, aber ich glaube, das ist auch in der Pädagogik, die mit diesen Leuten zu tun hat, eh schon klar, also da erzähle ich jetzt nichts neu Erfundenes, wir müssen sozusagen die Leute in ihrer Subjektivität kräftigen, wir müssen die Leute stärken, da geht es erstmal überhaupt nicht ums Lernen. Es geht gar nicht darum, wie wir irgendeinen Stoff da irgendwo hinbringen, sondern die Leute müssen überhaupt Vertrauen zu sich selber fassen können. Das ist natürlich eine Sache, ja, wie macht man das? Sicher nicht mit Hilfe von Lehrvideos oder irgend sowas. Was schon funktioniert, das weiß ich von meinem Vater, der im Moment Berufsschüler, er ist pensionierter Lehrer, aber er macht noch Berufsschüler, Nachhilfe. Er hat gesagt, er hatte eine Schülerin, die ganz unsicher war, und er hat dann wirklich Online-Sachen sich gesucht und hat sie gezeigt. Und sobald sie auf der Tastatur, sobald sie sozusagen mit diesem Medium umgegangen ist, hat er gesagt, ist die sofort viel selbstbewusster geworden. Das war ihr Ding, da kennt sie sich aus, da fühlte sie sich irgendwie auf eigenem Terrain, während das andere war nicht ihr Terrain. Und jetzt gingen auch Sachen viel leichter, die vorher schwer waren. Also auch da könnten, das wäre jetzt eine positive Nachricht, wie digitale Medien auch da etwas positiv bewirken können, weil die Leute können mit ihren Dingern schon umgehen. Die haben da schon irgendwelche Kenntnisse, haben die irgendwelche Fähigkeiten. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das Wundermittel hier die Digitalisierung ist. Es ist nur ganz sicher auch nicht das Gegenteil. Es ist ganz sicher nicht etwas, das die Sache erschwert. Ja, dann möchte ich ganz kurz, ich komme aus der sozialen Arbeit, auch da wollte ich Sie noch mal ganz explizit drin bestätigen, dass ich das, ja, es ist nichts Neues, aber es ist was ganz Konkretes. Mir geht es tatsächlich um diese Beziehungsgestaltung, gerade zu Menschen, egal welche Herkunft und egal welche Könns, und diese Beziehungsgestaltung, die natürlich zwischen Humanoiden läuft, in welcher Form auch immer, also ob jetzt digital übertragen, das ist immer die eine Frage. Was ich heute wirklich neu gehört habe und schön höre und dass ich das ganz toll finde, ist, dass sie tatsächlich diese Kombination aus beiden nehmen. Dass sie nicht sagen, wir machen das vom Teaching aller 70er Jahre, die Sprachlabore. Ich habe jetzt 98, 99 Jahre an der BH studiert, am Sprachlabor. Für mich als ein Mensch, der so nicht lernen kann, der den Bezug zu den Menschen braucht, ist eines der erschossenen, widerlichsten und mit den größten Widerständen in mir selber, die ich in der Situation so nennen und reflektieren kann. Das war kein gelegentes Lernen und auch schon alles andere als Selbstwirksamkeit. Das ist eine andere Geschichte wäre, und das wäre für mich tatsächlich nochmal das Thema der sozialen Herkunft und der Gerechtigkeit, wäre für mich das große Thema, ist das nicht eigentlich, und da geht es auch um Zertifizierung und all die Dinge, die digitale Form. Und jetzt, so wie wir sie jetzt haben, mit all diesen technischen Mitteln,
wäre das nicht tatsächlich eigentlich endlich die Chance, um dieses Dreiklassensystem, dieses Vorklassifizieren von Menschen, dieses Menschen abregeln nach wo kommst du her, aus welcher sozialen Schicht kommst du her, wie lernst du was, wie kannst du was werden, das endlich aufzulösen. Und da geht es mir noch nicht mal, und das soll jetzt nicht bitte falsch verstanden werden, da geht es mir noch nicht mal nur um Refugees oder sonst was, sondern geht es mir tatsächlich um den hochbegabten Jungen aus dem Schwarzwaldtal, der dann irgendwie vor 150 Jahren dann auf einmal die Dauerwelle erfand und damit richtig reich wurde. Das sind Geschichten, die gehen heutzutage nur noch in Amerika, glaube ich. Und das wäre für mich schon eigentlich die Frage auch an Hochschule, an Zertifizierende, an Ähnliches, Politik und wen auch immer. Und das ist sozial gerecht, und da verstehe ich jeden Juristen, wäre das nicht endlich die Chance? Also zeig mir, was du kannst, dann zertifiziere ich dich und frag mich danach, wer was. Genau. Die Tendenz ist ganz stark, ich wollte noch sagen, weil du vorhin von der Zertifizierung gesprochen hast. Die Open University, also die britische Open University, die einzige, die das wirklich konsequent gemacht hat, das war ja diese Reformuniversität, die sie Anfang der 60er erfunden und Anfang der 70er eingeführt haben, die keine Bedingungen stellt. Jeder darf studieren. Und ich meine natürlich, wenn wir diese Sachen so öffnen, wenn die Ressourcen nicht mehr knapp sind, wenn jeder von überall theoretisch mitmachen kann, jetzt mal vereinfacht ausgedrückt, ohne auf die Komplexität einzugehen, dann ist natürlich die Frage, warum lassen wir die Leute draußen? Also warum muss ich mich qualifizieren, um reinzudürfen? Es gibt null Grund dafür. Ne? Jeder soll lernen, was er will, naturgemäß. Und ja, man könnte sich überlegen, und es wird überlegt, und es gibt solche Ansätze bei den Programmierern ganz massiv so, weil die ja kein formalisiertes Bildungssystem hatten, also die speziell Webprogrammierer, alle Leute, die im Internet waren, die haben sich ihre eigenen sozusagen Zertifizierungen erfunden, und die bestehen nicht aus dem, was wir gewohnt sind. Ne? Das sind community-basierte Systeme. Ich beweise mit einem Portfolio, mit bestimmten Kontakten zu anderen Leuten, die mir bestätigen, dass ich das kann. Es kommt relativ gut raus, ob jemand das kann oder nicht. Ne? Also wenn ich jetzt einen Programmierer suche, vor langer Zeit habe ich für ein Projekt mal einen Flash-Programmierer gesucht, den habe ich mir auf so einem Forum gesucht. Ich habe geschaut, wer intelligent und wer ist aus München. Und dann bin ich auf einen gekommen und den habe ich angesprochen, und der war gut. Das war klar. Das habe sogar ich erkannt, und ich hatte keine Ahnung von Flash. Ein solches System wäre natürlich zutiefst ungerecht für all diejenigen, die keine Leistung bringen, ist klar. Und natürlich zutiefst gerecht für all jene, die trotz anderer Abstammung trotzdem Leistung bringen können. Das ist ja auch können, das ist ja verstanden. Was passiert mit denen, die keine Leistung bringen und sich nicht hervortun, war jetzt die Frage. Ist ja wahr, ich meine, wir sind immer noch im Leistungswert. Auch wenn wir diese Art von Zertifizierung haben, dann machen wir immer noch. Ich glaube, dass es genügend, also in der BAD gibt es genügend Studien, die ganz klar den Zusammenhang belegen zwischen sozialer Herkunft und den entsprechenden Schulen und Hochschulabschlüssen. Und die sind so ungerecht wie nirgendwo anders als in Europa. Und die sind belegt. Und das frage ich den Sozialdemokraten natürlich explizit nochmal besonders. Und das ist eigentlich schade, weil wir haben die Medien dazu. Wir könnten verlangen, dass eine Open University digital gestützt eingeführt wird. Das wäre jetzt einfach ein politisches Ziel. Das könnte man ja irgendwo hinschreiben. Ja, wenn ich zuerst das Schulsystem einbauen darf, weil da sortieren wir ja auch Kinder in drei Schubladen, dann erleben wir ja gerade in Baden-Württemberg, dass eben nicht durch die Diskussion der sozialen Gerechtigkeit der Gemeinschaftsschule oder der Schülergerechtigkeit sozusagen dem einzelnen Schüler besser gerecht werden zu können, die bessere Pädagogik nicht mit dieser Argumentation die Gemeinschaftsschule wächst von unten heraus, sondern mit dem Druck der zurückgehenden Schülerzahlen und dem Erhalt von Schulstandorten. Es soll mir recht sein. Wenn es mit diesem Druck funktioniert, dann soll es eben damit funktionieren. Aber es kommen gute Schulen an den Start, und übrigens alle die ich kenne, setzen natürlich digitale Medien und Vernetzung ein und Daten, Schülerdaten ein, um den Schülern auch einzeln gut gerecht zu werden, gute Lerntagebücher, gute Lernpläne machen zu können und all diese Dinge, weil das mit der Hand am Arm, das würde echt keinen Spaß machen. Ja. Und die Schüler sind super aktivierbar natürlich auch über die Medien. Ich fürchte, dass wir jetzt so richtig in eine tiefe Diskussion einsteigen könnten und dass ich jetzt den Spielverderber geben muss und sagen muss, 9 Uhr, wir hatten verabredet, dass wir um 9 Uhr Schluss machen.